So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben mal wieder ein bisschen Post bekommen, ein bisschen, hört sich gut an. Guckt euch mal das Häufle an hier. Da ist das Häufle Elend. Adi, Schatz. Adi. Der Adi ist schon wieder am sabotieren, genau, weil da ist nämlich Sabba jetzt dran. Deswegen müsste man Sabba sagen. Das habe ich jetzt heute alles vorbereitet. Und ich weiß schon ungefähr, was da drin ist, beziehungsweise weiß ich eigentlich alles, was da drin ist. Weil ein paar Sachen habe ich selber bestellt und ein paar Sachen sind von der Wunschliste. Und das Lustige ist, jetzt tut es los, jetzt hat er schon wieder das ganze Ding kaputt gemacht. Das nehmen wir erstmal so fürs Thumbnail mit rein, irgendwie fürs Thumbnail. Ah, behindert, wow, die ersten zwei sind nämlich das Gleiche. Versteht ihr? Die ersten zwei sind das Gleiche. Das ist nämlich das und das. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Normal, wenn du auf der Wunschliste bist und kaufst was von der Wunschliste, verschwindet das ja dann, dass es kein anderer mehr kauft. Aber da haben wohl zwei Damen gleichzeitig auf der Wunschliste geklickt. Deshalb müsste jetzt zweimal genau derselbe Artikel da sein. Einmal steht hier nämlich ein Geschenk von Julchen. Ich freue mich auf das Unboxing mit Adi. Von Julchen. Adi, wollen wir den Zettel aufheben? Der Adi hat schon Löcher reingemacht, dass wir eine besser abheften können. Den tun wir da hin. Und das ist nämlich das, worum es geht. Ein Schlingnapf. Also ein Anti-Schlingnapf. Weil der soll dadurch nicht schlingen, der soll dadurch nicht mehr schlingen. Versteht ihr? Ein Anti-Schlingnapf. Das ist also ein Fressnapf. Im super Design, weil der Adi die Angewohnheit hat, wenn der gefüttert wird, dass der immer einfach alles reinschlingt, komplett, und 5 Sekunden später alles rauskotzt, komplett. Und dieser Anti-Schlingnapf soll theoretisch dafür sorgen, dass der nicht mehr schlingt, dass der sozusagen mehr Zeit zum Essen braucht, weil ja alles hier an diesen Noppel sich ransetzt und er einfach nicht hingeht und sondern er geht hin und das dauert einfach viel länger, versteht ihr? Dafür also der Anti-Schlingnapf. Mal gucken, ob das was bringt. Mal gucken, ob er überhaupt daraus frisst. Wenn nicht, tue ich da Gummibärchen rein, stell das den Gästen hin. Das wäre auch eine Option. Ja, die da guckst du, ne? Weil es hier raschelt. Das haben wir jetzt zweimal, weil nämlich neben Julchen auch die Jenna wohl da drauf gedrückt hat. Und vielleicht hat man halt mal einen zum Wechseln oder man hat einen für Trinken und einen für Essen, was total komisch ist, weil ich habe noch nie gesehen, der trinkt sowieso wenig. Ich habe noch nie gesehen, dass der jetzt vom Trinken sich da übergibt. Da ist kein Zettel drin. Aber wir wissen trotzdem, dass es von der Jenna ist. Also Dankeschön an Julchen, Dankeschön an Jenaya für die zwei Schlingnäpfe. Das war aber noch nicht alles, was doppelt ist. Jetzt kommen wir mal kurz hierzu. Das ist nämlich auch von der Wunschliste. Da schauen wir mal rein, was da Feines drin ist. Au, in den Bauch. Aufmerksame Zuschauer müssten es theoretisch schon wissen. Da geht es nämlich mit um den Kästo. Aber es ist nicht vom Kästo. Es ist theoretisch für den Kästo. Und da habe ich mich für den Kästo eingesetzt und gesagt, komm, ich pack's mal drauf. Und dann kannst du das auch mal probieren. Eine Dose Surströmming. Und die ist so fett und so prall schon wieder. Der ganze Boden hängt so weg. Der ganze Deckel sterzt so hoch. Da ist eine Beule dran. Also, wenn die nicht unter Druck steht, weiß ich auch nicht. Wenn du die aufmachst, explodiert die ganze Bude. Ich habe schon einmal Surströmming probiert. Video mit dem Ditschen war online. Dann habe ich mal mit dem Manns-Hauwurf und dem Wuser Surströmming probiert. Video war online. Sind beide nicht mehr online. Könnte ich aber nach und nach vielleicht mal wieder online stellen in Vorbereitung auf Surströmming mit Kästo. Weil Kästo kennt das nicht. Kästo will das mal probieren. Und ich habe gesagt, da musst du nicht alleine durch. Ich stehe dir da zur Seite. Also gehen wir zusammen da durch. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem das jetzt war. Vom iScorpions oder vom NetGhost oder irgendeiner von den zwei, glaube ich, war es, die da das bestellt haben. Könnt ihr nochmal reinschreiben. Dankeschön auf jeden Fall dafür.
Muss nur gucken, wie das klappt mit Kesto, wann der Zeit hat und wie das überhaupt funktioniert. Auf jeden Fall war es das immer noch nicht, denn was anderes, was auch eine Challenge ist, haben wir jetzt noch hier drin. Darauf freue ich mich besonders. Das war auch mega teuer, wenn du so nimmst. Jetzt mal aufpassen beim Öffnen. So. Ihr wisst ja, dass ich gerne scharfes Essen esse. Und hier haben wir, oh mein Gott, wenn wir das rausnehmen und das rausnehmen, haben wir eine Packung Samyang Bulldog 3 Spicy. Stellt euch das mal vor. Vergesst mal die Samyang Nudeln. Vergesst die 2 Spicy Nudeln. Wir haben hier die Samyang 3 Spicy Nudeln. Und das ist eine limitierte Edition. Zumindest stand überall auf den Vorschaubildern hier oben limitiert, limitiert, limitiert. Hier steht nichts mehr von limitiert. Du kommst da trotzdem sauschlecht ran. Habt ihr schon mal 3 Spicy probiert? Schreibt's mal in die Kommentare. Kennt ihr die 2 Spicy? Waren die euch zu scharf? Das sind die 3 Spicy. Die haben also dreifach so viel wie die normalen und halt noch ein halbes Mal so viel wie die doppelten. Also das ist halt 3 Spicy. Da ranzukommen, war mega brutal. Ich habe bestellt aus den USA einen 5er-Pack, habe 50 Euro dafür bezahlt, Nudeln plus Versand, habe 1,5 Monate gewartet, da kam nichts an. Ich habe nochmal angeschrieben, dass noch nichts da ist. Es hieß, ja, durch Corona, es kann sein, dass die Lieferung noch ein bisschen dauert. Bitte warte mal noch eine Woche ab. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Nach 2 Tagen hat der Verkäufer wieder geschrieben und ist schon da. Und ich, nee, noch nicht. Ja, dann würde ich dir vielleicht das Geld wiedergeben oder Ersatz schicken. Ich habe gesagt, dann bitte Ersatz. Ich möchte das Produkt, ich will nicht mein Geld wieder haben, ich möchte das Produkt haben. Hat er geschrieben, okay, na, ich warte noch kurz. Und 5 Sekunden später habe ich plötzlich stand bei eBay, dass eine Rückzahlung veranlasst wurde und ich mein Geld wiedergekriegt habe. Ich konnte auch nicht mehr bei ihm bestellen. Er hat dann auch keine Nudeln mehr gehabt in seinem Shop. Also fand ich auf jeden Fall total blöd. Hab mich dann umgeguckt, hab woanders geschaut und habe dann für 40 Euro bei einem anderen Händler gefunden, dieses 5er-Pack. Richtig genial. Und das kam innerhalb von 2 Tagen bei mir an. Wo der andere 1,5 Monate gebraucht hat, kam das innerhalb von 2 Tagen für 10 Euro weniger. Das muss ich demnächst einfach mal testen. Die müssen wir uns demnächst reinziehen. Und eine weitere Woche nachdem alles vorbei war, kam das hier an. Und ich habe eine Befürchtung, was das ist. Das werden wahrscheinlich die Nudeln sein von dem anderen, die nicht ankamen, aber jetzt dann doch angekommen sind. Ich das Geld aber schon zurückbekommen habe. Aber da fällt auch gleich was auf. Hier ist niemals ein 5er-Pack Nudeln drin. Es müssen aber Nudeln sein. Versteht ihr, was ich meine? Da wurde ein schönes 5er-Pack reingestellt. Ein 5er-Pack 3 Spicy wurde da reingestellt. Und verkauft für 50 Euro mit Versand. Dann hat das 10 Jahre gedauert. Und jetzt, so wie es aussieht, ist das nur ein einzelnes Single Pack. Für 50 Euro. Ich habe das ganze 5er Pack für 40 Euro bekommen. Und hier ein einzelnes Pack für 50 Euro. Ich kann es nicht oft genug sagen. Am besten ich sage es nochmal, damit es auch der Letzte nochmal versteht. Das ist hier schön eingepackt. Hier fallen die ganzen Nudeln raus, ne? Wenn ihr das mal so macht, zack, sind die Nudeln weg. Und hier verbirgt sich ein einzelnes Pack von 3 Spicy. Das heißt, es ist doch noch angekommen, 300 Jahre später. 3 Spicy. Ein Tütchen für 50 Euro. 5 Tüten für 40 Euro. Innerhalb von 2 Tagen, was da wohl das bessere Angebot ist. Aber zum Glück hat der Händler mich sowieso nicht verstanden und hat einfach, anstatt Ersatz zu schicken, mir das Geld wiedergegeben. Und anstatt die Woche, wo er selbst gesagt hat, eine Woche zu warten, selbst die Woche nicht abgewartet und nach 2 Tagen mir einfach das Geld gegeben. Das heißt, das habe ich jetzt kostenlos bekommen im Wert von 50 Euro. Mein Gott, ich bin noch am Überlegen, ob ich das vielleicht verlos an den Zuschauer oder einfach nicht verlos, sondern weitergebe. Wenn es irgendjemanden gibt da draußen, der sagt, die 3 Spicy würde ich auch übelst gern unbedingt mal probieren. Also, wir haben da ja so ein paar Kandidaten,
Kiesto macht ja gerne Challenges und würde das vielleicht im Video mal testen oder vielleicht mal dem Thomas, wenn der Thomas das mal probieren möchte, aber ich glaube, mit Schärfe kann ich ihn jagen. Oder die Jenna, aber die Jenna, die ist eine Maschine, die isst die einfach und sagt, naja, war scharf, genau. Also, wenn es jemanden gibt, der das gerne mal mit einem Video probieren möchte und mir dann schickt, sodass ich das Video hier hochladen kann, dass ein Zuschauer die Three Spicy Nudeln testet, schreibt es mir unten in die Kommentare, falls da jemand wirklich Bock drauf hat und Interesse dran hat, so eine kleine Challenge sozusagen, die Three Spicy, ob die zu scharf sind, ob er die essen kann, die ganze Portion. Ich habe meinen Fünferpack, ich habe das eine extra mit einer ganzen Geschichte, warum das so extra ist. Wenn da jemand Bock drauf hat, schreibt es mal rein. Ich guck mal, ob ich jemanden Interessantes finde, der da wirklich sagt, die muss ich probieren, die würde ich probieren mit Video, das würde ich dir schicken, das kannst du dann hochladen. Einfach mein Three Spicy Samyang Nudel Test. Wenn ihr gerne scharf esst, könnt ihr das testen. Wenn ihr sagt, ihr esst nie scharf, aber das interessiert euch, könnt ihr das testen. Schreibt's rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Nudeln. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Adi, ihr Schatz. Genau. Tschüss.